Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon Online Ranked Battles. Mein Name ist Luca Zeit und letzte Folge, ich glaube, da habe ich ein bisschen Turmkommando gemacht mit dem Turbo Blaster. Hat schrägerweise gut funktioniert und heute machen wir eine Runde Herrschaft in Tümmlerkuppel und Makrelenbrücke. Und ja, Makrelenbrücke, das schreit für mich irgendwie nach einem Sniper und ja, Tümmlerkuppel, da werde ich es halt irgendwie durchgedruckt, sollte schon irgendwie möglich sein. Ein paar gute Spots gibt es dafür zum Snipern und ja, vielleicht geht's ja auch, vielleicht auch nicht. Ich habe halt einen Haufen Angriff wieder mal auf mein ganzes Gewand gegeben und ja, das mit Aufleveln muss ich leider bei 55 Punkte muss ich das leider kurz ignorieren, weil es ist... Ja, wenn ich jetzt 50-50 mit Siege und Niederlagen gehe, dann verliere ich dabei Punkte. Und ja, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber aus irgendeinem Grund dauert schon wieder eine halbe Ewigkeit, bis das hier Lobby findet. Heißt wahrscheinlich, dass ich gleich ausgeschmissen werde. Oh, nicht einmal. Wundert mich. Okay. Und ja, heute habe ich eben nur begrenzt Zeit, weil ja, ich nehme das gerade auf, eben das ist die Folge für morgen, also im Prinzip für Freitag. Aber wurscht, Tümmlerkuppel ist der erste Kampf. Schau mal, kein feindlicher Sniper, jawohl, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe freie Herrschaft über meinen Sniping-Spot. Das ist gut. Okay. Oh, na, wie mich schon. Ja, Gott, really? Ja, wurscht. Wir haben die Herrschaft. Scheiß Crazy Boy. Ist er tot? Ja, schaut er doch aus. So ganz spontan würde ich sagen, ja. Nope. Ich bleib da. Wow, spinnen dich. Okay, Gegner führt. Nope, ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich bin noch nicht gut. Überhaupt nicht. Aber das war gerade ein guter Move. Holy shit. Beide Kollegen haben gerade zwei Dings losgelassen. Airstrikes. Oder wie man es so schön sagt. Ich muss halt nur snipern lernen, aber das ist gerade tragisch. Oh. Schaut mal einmal nicht, das ist ein Wahnsinn. Ich spiele gerade nicht gut, das ist nicht gut. Ich versuche mal einen Platz ändern. Ich gehe da rüber. Ich konnte nicht weg. Ich darf nicht verlieren. Ah, fuck! Schaut nicht gut aus, Freunde. Schaut echt nicht gut aus. Gegner raiden uns. Ich hab keine Chance. Keine Chance gehabt. So bei der Waffe bleiben, da war ich schon noch. Aber ich hab grad keinen einzigen Kill. Das war nicht cool. Na? Das war echt nicht cool. 04. Ah, grauslich. Gut, meine Freunde waren auch nicht gut. Wahrscheinlich haben wir einen Disconnect dabei gehabt. Deswegen nur 2 Punkte verloren. Sonst hätte ich wahrscheinlich 5 verloren. Aber ja, was so ist, was so ist. Nicht so tragisch. Ich würde sagen, wir machen weiter, aber in einer anderen Lobby. Und ja, ich mache wieder die besten Kämpfe. Aber da es heute nicht allzu viele geben kann, wird ja vielleicht ein paar nicht so gute auch dabei sein. Gut möglich. Man kann nicht immer göttlich snipern, das geht nicht. Okay, und da sind wir auch schon da, in der Makrelenbrücke. Das ist jetzt tatsächlich der zweite Kampf, für jeden, der sich wundert. Und ja, schauen wir mal, ob das gut geht. Wir haben einen feindlichen Sniper und aber andere Gesellen, das, was mir überhaupt nicht gefällt.
So wie, ja, der Kalligraf, das gefällt mir nicht, dass du ein gegnerischer Kalligraf da bist. Okay, ich hab ihn killed. Herrschaft, okay, gut. Nice kill. Schnell mal weg. Na, Mats, ich bin nur da. Das war cool. Ah, shit. Was für Fett. Ah, shit. So geht es. Herrschaft. Okay, cool. Na, verfällt. Wurscht. Ich lebe noch. Cool. Und wir siegen Nummer 1. Okay. Sieg Nummer 1. Und ich war geil jetzt gerade. Ich glaube, ich bin nicht einmal gestorben. Okay, ich glaube, das war die Rache für den ersten Kampf. Ziemlich deutlich sogar. Okay, na, das gefällt mir. 4-0. Genau die Rache für den ersten Kampf. Alter, was ist das? Na gut, 4 Punkte plus, weil das ist eh das Maximum, was man kriegen kann im S-Rang. Das ist, ja, das ist halt so. Da kann ich nichts machen. Na gut, aber die Kämpfe sind noch lange nicht vorbei, weil noch bleibt ein bisschen Zeit und dementsprechend, ja, machen wir gleich weiter. Okay, und damit sind wir wieder zurück in der Tümmlerkuppel. Ich hoffe, das wird jetzt besser wie das letzte Mal. Also, letzte Mal, wie der erste Kampf, weil der war nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. What the fuck? 52er Lohn hat die Reichweite? Aha, ich verstehe. Okay. Der Feind ist weg. Ich bin auch weg. Hm? Ist er? Ah, da ist er. Nice! Gibt's ja nicht. Okay, wenn jeder mich töten will, dann können wir nicht wieder Gang machen. Die Handling, die wollen mich alle töten. Ist das gerade eine gute Idee, da rauszugehen? Ja, vielleicht. Oh, fuck. Ja, der stirbt. What? Die Haftbombe hat mich da unten. What? What? Da unten. Kann ich die verdammte Haftbombe erreichen? Okay. Sehr schräg. Ich kann doch nichts tun. Das ist keine gute Map für Sniper. Ah, dann verfeile ich wieder, ist klar, oder? Das war nicht schön. Ah, ich triff gerade überhaupt nicht. Wo ist der hergekommen? Das ist nicht. Das ist der Galon. Was ist das? Ich spiele nicht gut in dieser Map. Das ist eine echte Tragik.
Herrschaft. Okay, da wollten wir drei Leute auf einmal töten. Okay. Na gut, wenigstens haben sie angesehen, dass ich eine Gefahr bin. Und dementsprechend führen wir jetzt doch wieder. Ich verstehe das nicht. Gegner gingen sehr oft auf mich. Ah, fuck, bisschen. Er hat gekillt. Nope. Herrschaft und Sieg. Okay. Okay. Ich gewinne Kämpfe. Ich weiß nicht ganz genau warum. Der Anfang von dem Kampf war echt beschissen. Also wirklich. Das war ja unter aller Sau. Aber ich bin da ständig geradet worden. Also habe ich einen Grund, warum ich oft gestorben bin jetzt. Aber 4-5 ist okay. Ist okay. Nicht unbedingt gut. Aber okay. Na gut, aber solange Kämpfe siege, ist es natürlich alles ziemlich mir egal. Und dementsprechend, ja, mache ich einfach weiter. Weil ich habe gerade Siegesträhne. Das finde ich toll. Okay, Kampf Nummer 5. Für mich zumindest die Nummer 5. Ich weiß nicht, ob es für euch auch die Nummer 5 ist. Aber ja, Makrelenbrücke. Das war gerade ein langer Ladescreen. Das gefällt mir nie. Kein gegnerischer Sniper. Ist schön. Und nur Tentatext, das wundert mich gerade ein bisschen. Ja, die Gegner. Und ein Dualplatscher, aber. Ja. Das ist im Prinzip der Gegner, auf den ich aufpassen muss, der Dualplatscher. Ich muss ein bisschen hinhängen, das ist stör wieder. Das wäre nicht cool. Ah, dang it. Naja, was soll's. Mein Team führt und macht die Sache eigentlich gut. Darf ich drin sein? Oh, das war ein schlechter Sprungpunkt gewesen. Beinahe. Gott, dang it. Keine Affe. Das war sehr geil. Ich sehe keinen Gegner. Da oben, ja, aber der ist weit weg. Oh! Auf einmal, wusch! Mitten in mein Gesicht. Das war brutal. Das war echt brutal. Soll ich den Platz ändern? Ich glaube nicht. Okay, und Sieg Nummer 4. Ja, ich weiß nicht warum, aber es läuft verdammt gut. Na, im Ernst, ich weiß echt nicht warum. Es könnte auch sein, dass ich gerade viel Glück mit meinen Teamkollegen habe. Könnte gut sein. 5-2-4-0, es sagt schon mal einiges aus. Aber hey, 69 Points im S-Rang. Alter, ist das geil. Das gefällt mir gerade voll. Ha, ja. Kein Grund, nicht weiterzumachen. Ich mach's einfach. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Okay, und damit sind wir wieder zurück in der Tümmlerkuppel. Kampf Nummer 6. Ja, Nummer 6. Gut, ich bin als Sniper unterwegs. Wir haben einen gegnerischen Sniper dabei. Der, was aber nicht Max Range ist, so wie ich. Und ja, schauen wir mal, ob das gut geht. Gegnerische Sniper steht schon da oben. Eben killt? Echt? Na, ich hab. Den hätte ich treffen sollen, aber so fix einer. Na, dang it! Na, ich treff's mir nicht. Das habe ich so entschieden.
Okay, geschwind wieder rauf. Oh. Jetzt haben wir zweimal nachschauen müssen, wo jetzt wirklich der Gegner ist. Oh, ich glaube, sie wollen raiden. Ja, ich wollte es gerade sagen. Oh, Sabrina, das kommt mir schon wieder bekannt vor. Gegen die kämpfe ich schon lang. Die. Ist das auch sie? Vermutlich. Bowser Arena. Schreit irgendwie nach einer Dame. Oh, ihr habt verfeilt und er trifft. Ah, dang it. Na gut, das Gebiet. Ja, das ist kritisch. Gleich haben sie es. Außer sie haben sie jetzt ignoriert. Bin nicht da. Nein, ich darf doch nicht da sein. Nein, ich darf doch nicht da sein. Das ist gerade höchst tragisch. Ich färbe einfach das Gebiet ein. Ich glaube, das ist gerade eine gute Idee. Ich sehe keine Gegner, dann färbe ich das Gebiet ein. Schade. Darüber habe ich keine Reichweite. Was ist? Ein weiterer Sieg. Wow. Habe ich jetzt echt 5 Kämpfe hintereinander gewonnen? Schaut so aus. Wisst was? In dem Fall mache ich das Video vielleicht sogar ein bisschen anders und benenne das jetzt wirklich so, wie die letzte Folge, glaube ich, vorgeschlagen habe. Siegesserie Ahoy oder so ähnlich. Weil ich habe jetzt wirklich 5 Kämpfe hintereinander gewonnen und alles waren K.O.-Siege, glaube ich, auch noch. Schon langsam wird es verwunderlich. Ist das nur Glück oder Skill? Ich weiß nicht. Müssen wir vielleicht im nächsten Kampf sehen. Schauen wir mal. Okay, und damit sind wir auch schon beim letzten Kampf des heutigen Tages. Ich habe jetzt eben gerade die letzten beiden Kämpfe verloren. Das war nicht so cool. Aber ja, was soll ich machen? Ich kann nicht immer gewinnen. Das geht halt nicht. Die gute Nachricht ist, egal was jetzt passiert, ich habe 1 Punkte plus daraus gezogen. Und ja, das ist gut. Das ist gut. Ich war zwar schon mal auf. Ja, 73 war ich schon mal oben. Eben plus 10, weil ich eben die letzten beiden verloren habe. Und ja, da war kein Disconnect dabei vor einem Freund oder so. Weil das würde dann bedeuten, dass ich weniger Punkte verliere und das wäre gut, obwohl ich trotzdem einen Punkt verliere, aber. Ja, wurscht. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, wo der letzte Kampf ist. Ich hoffe, dass ich gewinne. Weil, ja, 68, oder na, wie viel hätte ich dann? 67. Sind schon besser als wie, ja, 58. Aber, Tümmlerkuppel ist der letzte Kampf des heutigen Tages. Der 9. Kampf. Ich habe den letzten nicht aufgeschrieben. Das muss ich nachher machen. Beim Schneiden und so. Weil, ja, am Schluss kriegt es natürlich, wie üblich, die Score-List. Warum geht da eigentlich gerade auf? Warum habe ich den verfeilt? Zwei Sachen, was nicht cool sind. What the? Ist das ein Turbo Plus Blaster? What the fuck? Sowas für eine Anwendung da? Was ist das? Turbo Blaster? Ah, das funktioniert in Herrschaft? Ah, das ist für, das ist aber nicht schön. Ich hab ihn getroffen, aber ein Freund, hallo, ist das Gebiet? Ah, ich hab auch keine Tinte, das ist. Stirb! Hinter mir. Was tut der hinter mir? Ah, scheiß Einzeit. Konnte den jemand töten? Anscheinend nicht, ne? Schaut schlecht aus. Ja, genau. Ah. Jetzt muss ich sogar Support-Work machen. Ist nicht gut. Ah, shit.
Nice. Okay. Ui, genau auf meiner Position. Was soll der Scheiß? Okay. Wir haben da killed. Ah, unschärfsten recht nicht. Komm schon, töten! Wenn der jetzt nicht tot ist, ich trage so durch. Na, der lebt noch. Das gibt's ja nicht. Freunde, hallo! Ah, da können wir auch nicht gescheit bleiben. Ah, fuck, fuck, fuck. Na, da können wir nicht bleiben. Das geht nicht. Und da kann ich auch nicht auf, gerade im Moment. Ah, danke. Muss laden. Ja, ja, du gleich, du gleich. Ah, das ist keine gute Position. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Das hilft alles nichts. Ah, ich bin der letzte Überlebende. Hm. Oh, da war Nona. Ah, Gott. Okay, schaut so aus, als hätten wir den Kampf verloren. 7, 5, 5, 4, 3, 2, 1 und... Oh! Eins! Eins! Das gehen wir noch machen! Freunde, schnell helfen! Sehr gut! Ich verfall! Na, scheiße! Wow, okay, eins. Ja. Das schaut nicht gut aus. Ah, was ist das? Gott dang it. Miss it on the kill. So wie den. Okay, Herrschaft. Sehr gut, 30 Punkte. 20. Scheiße. Und, Zähler angehalten. Na, das geht nicht. Komm schon. Schnell, F hier. Na. Na, what, verdammt. Okay, eigentlich zwei, weil er Gleichstand geht nicht. Aber, ist das bitter erst. Zwei Punkte zum Sieg führen und, sowas tut immer so sehr weh, das ist unglaublich. Na gut, aber ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Und ja, wahrscheinlich sehen wir uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Splatoon Online Ranked Battles. Und ja, Punktestand sieht sehr gut. Ja, ich habe nicht gut gespielt. Ist so, obwohl ich einen Punkte plus gemacht habe. Irgendwie schräg. Aber egal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Fertig.